Moin Leute und herzlich willkommen bei uns im Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Im Frühjahr 2021 haben wir den übernommen, war ganz schön verwildert. Und jetzt sieht es ganz schön deutlich besser aus. Und wir hatten am Wochenende langen Tag der Stadtnatur. Was da hier bei uns los war, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran. Gut, dass hier so viel Holz ist. Das stört gar nicht beim Pflanzen. Das musst du halt einfach nur ein bisschen beiseite machen, Martin. Ein bisschen, Was pflanzt du denn da gerade noch ein, so spät? So spät der Stunde? Ein Geschenk. Wir haben ein Geschenk bekommen heute zum langen Tag der Stadtnatur. Wir haben viele Geschenke heute bekommen. Viele, das stimmt. Und unter anderem haben wir einen, ne? So shiny bekommen. Wow, wie toll. Vielen Dank dafür. Eine Besucherin hat uns eine Zucchini mitgebracht und die wird jetzt hier ins Bild gebracht. So, mach ich denn die Erde jetzt hin? Kannst du mir mal so einen Eimer geben, bitte? So ein Eimer. So ein Eimer mit einem schwarzen Streifen drauf. Wir kleben das extra ab, damit du dann sagst, dass es Zeit ist. Na klasse. So, du gräbst jetzt ein tiefes Loch. Ich grabe ein tiefes Loch. Ich schaufe mein eigenes Grab. Wo ist denn der vegane Döner, hätte ich fast gesagt. Der vegane Dünger, nicht Döner. Weiß nicht. Oh ja, die Assistenz. Wir haben hier Assistenz heute auch. Ja. Sie hat genau, das ist der sehr schön, gut aufgepasst. Das konnte man heute nämlich lernen. Wir haben einen veganen Dünger. Das ist nämlich Kleedünger. Ja. Ja, reicht das doch gerne mal dem Martin rüber. Du bist gar nicht mit, Dankeschön, gar nicht mit Mikrofon ausgestattet. So Martin, aber was sehen wir denn hier noch, das heute im Rundgang schon gesehen? Was sind das? Das da, Mangold. Warum ist da Mangold? Warum ist da Mangold? Weil wir ihn da hingepflanzt haben? Ja, aber eigentlich haben wir doch da rote Beete hingemacht, dachte ich. Ja, dachten wir. Aber irgendwie sieht es aus wie Mangold, vor allem wie geschossener Mangold, ja. Ne? Ach, scheiße, warum steht denn hier... Du stehst ja auf den Boden. Warum steht das Feld noch hier? Ja, weil das jemand erkannt hat, dass es eine Buschbohne ist. Das war das Einzige, was verteilt wurde. Ich jetzt? Eigentlich nicht, nee. Ach Mann, das so. Bödeholz. Wie kriechen die jetzt da raus? Da hast du Katzenfutter reingemacht. Ja, wie kriechen die raus ohne... Komm hier, kipp mal. Kipp mal. Tut mich weh. Kipp mir. Wollen wir die jetzt nicht mit da reinmachen? Ja, na klar. Okay. Das für ein Riesenloch gesunden. Na klasse, sieht aus wie ein Mairübchen. Was hast du gerade gedacht, Katja? Weißt du, dass das Loch zu groß ist? Das erstickt, glaube ich, und das kannst du hinten, wo ich ja. Ich fürchte auch. Nein, Martin macht es vorsichtig und sensibel und dann geht er schon. Das ist doch voller Milben bestimmt, da kriege ich Ausschlag, wenn ich mich da zusammenreihe. Ich habe einfach kein Mairübchen. Hast du ein Blatt noch dahin? Oh nein. Obwohl das schon schön ist, so dieser Sonnenuntergang. Es wird auch langsam kälter, ne? Gar nicht. Ah, mein Ellbogen hat geknackt. Stopp! Eigentlich so ist eine da, ist, ah ja, ist stimmt ja auch ein bisschen auch. Dafür gedacht, dass da halt keine Schnecken kommen, aber ich habe das Gefühl, dass die unter dem Holz sich total wohlfühlen. Mhm, kann sein. Vielleicht probieren wir das einfach mal aus und gucken, was passiert. Ob morgen alles weggefressen ist, wenn wir wiederkommen. Ich fürchte ja. Ja, aber jetzt habe ich hier noch was Neues gerade in der Hand und zwar... Nicht raufklopfen bitte und nicht drücken, weil sonst explodiert ist. Ich fasse es. Es soll chemisches, biologisches Mittel sein. Oder ja. So ähnlich. Ach so, und dafür habe ich noch was. Und zwar, um das festzumachen, gibt es noch diese. Also was meintest du? Klammern. Ja. Also man hätte auch einfach Wäscheklammern nehmen können, aber wir haben keine Wäscheklammern hier. Also nehmen wir sind ja hier im Garten. Wir sind ja hier im Garten, genau. So, und jetzt gucken wir mal, weil die Buschbohnen sind ja das große Problem. Und das sind Marienkäfer für 10 Quadratmeter. Das hier, die Buschbohnen, sind aber wahrscheinlich weniger als 10 Quadratmeter. Also würde ich vorschlagen... Keine Buschbohnen. Stimmt, ja. Das hättest du auch gewusst, oder? Ja. Ja. Ich wollte dich nur nicht korrigieren. Das ist sehr nett, ja. Und daran sollten sich andere mal... Ich zoome nicht dran, nein, ein Beispiel nehmen. Oh Katja, das muss ich wieder rausschneiden, na toll. Er wollte bestimmt nicht, dass du so komische Kommentare wieder bekommst, dass du es falsch... Ja, das kann sein. Was muss ich hier eigentlich machen? Was also, du sollst, Tüten? Du sollst diese, wir können ja mal, vielleicht komme ich da mal ran, warte mal, mit dem... Da hinten, die haben
Eingang, die rosa, ne? Kann das relativ schlecht sehen. Ich glaube, auf der anderen Seite waren ja... Weil besser. Du liegst versteckt, weil die Angst haben wahrscheinlich. Die verstecken sich jetzt, genau. Aber wir haben genau das richtige Klima. Ah, da, da sehe ich einen, glaube ich. Da. Ja. Da sind Marienkäferlarven, noch ganz kleine. Und Marienkäfer-Eier sind da auch drin. So wie ich gehört habe. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Kot ist da drin, diese kleinen Punkte, ob das die Eier sind. Ja, was denn jetzt? Das ist doch nicht schlimm. Können wir, natürlich, muss man drüber reden. So, ne? Wir machen hier auch Pferdemist rein. Also nicht wir, aber andere. So. Und jetzt kannst du das nehmen und musst es ganz vorsichtig, kannst du das? Ganz vorsichtig ein bisschen was, nicht auf das Beet treten. Weil da, guck mal. Nee, jetzt bin ich überfordert. Jetzt hast du jetzt bist ich kaputt hier jetzt bin ich nicht mehr. Nein. Ich weiß es nicht. Also was soll ich jetzt machen? Also jetzt ganz einfach. Ich mein Mikrofon ab. Das Mikrofon musst du jetzt da festmachen. Nein. Also ist, vielleicht nehme ich dir erstmal das hier ab. Guck mal, das ist ja sonst zu kompliziert. Du machst jetzt ein bisschen was von dem, von der Mischung. Also ich mache hier auf jetzt. Ja. Und ich mach... Oh Gott, vorsichtig bloß. Ich glaube, ich bin hier falsch auf der anderen Seite wahrscheinlich. Oh Gott, da ist entweder Kott oder so kleine Eier rausgefallen jetzt. Geht eigentlich ganz gut, ne? Ich hoffe, ihr macht das. Ja, ich hoffe auch. Eigentlich passiert gar nichts, oder? Was? Oh Gott, es fällt mir alles an der Seite vorbei. Ich dachte, ich übergebe das hier an jemanden, die irgendwie ein bisschen feinfühliger ist als ich, aber dann... Oh Gott, ich hoffe, die fliegen. Wenn, dann über die Pflanze. Genau, wenn, dann über die Pflanze direkt. Da sind sie dann gut aufgehoben. Das reicht schon vielleicht für einen Moment. Oh Gott, da ist eine. Echt? Ja. Das hat nicht so viel drin. Aber das sieht man ja schon. Ach so, wo siehst du was? Ach so, da. Genau, ja, dann, guck mal. Oh, kleine Maus. Da. Ach, so, dann, da kannst du wieder zumachen. Oh Gott, hast du einen eingeklemmt jetzt gerade? Oh nein, ich glaube, sie hat einen eingeklemmt. Und jetzt suchen wir uns mal, einen Herd aus, weil die sollen da in Ruhe... Ne, darum geht es eigentlich. So. Warte mal. Aber weißt du, worauf ich auch mal Bock hätte? Ich, eigentlich am liebsten würde ich wirklich auch, mach ruhig ran, würde ich auch mal gucken, so? dass wir, ja, warte oder mal. An den Stamm da direkt, dass wir vielleicht auch mal wirklich gucken, ob wir einer dieser Raubtiere wirklich rauskriegen, um die direkt an das Laus zu setzen, um zu gucken, was passiert. Das wirklich, dass die dann einfach ob da schon Massenmord passiert oder das nicht. Das sind ja Raubtiere, habe ich gehört. Loslegen. Aber schon so ein Babyalter? Da, ja, ja, gerade in dem. Nein, da sind sie am gefräßigsten. Ja, ist so. Ja. Wie die Menschen. Aber wenn ich die anfasse. Dann könnte es sein, dass sie. Da ist eine. Warte mal, hier. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, ich bin nicht allergisch auf diese. Hoffentlich nicht. Flüssigkeit. Noch nicht. Wo sind da ganz viele? Oh Gott, wo? Da, guck mal, da hier. Zum Beispiel. Oder hier. Da, guck mal. Scheiße. Ja, okay, meine auch. Ich habe auf dem Weg. Oh, das frisst wirklich direkt irgendwas. Wie siehst geil, du das? Ich hätte das nicht gedacht. Was, ist wirklich gleich losgegangen? Ja. Ja, direkt. Nein. Ja, ja. Guck. Ich will es sehen. Flipp aus. Ja, guck. Das ist es. Wer ist wer? Das mit dem Bein. Das Schwarze ist. Ist der Gute. Das ist der Gute. Unser Kumpel. Oh, hier könnten wir noch welche gebrauchen. Ich komm sofort. Mordeinsatz. Ja, doch. Das sind zwar komisch aussehende Blattläuse. Kommt hin. Los geht's. Es ist mal wieder soweit. Kaffee im Kleingarten. Darfst nicht so laut sprechen, ist Mittagsruhe. Oh, stimmt. Aber es ist auch Sonntag, dementsprechend... Warum gehen wir da lang? Da waren wir das letzte Mal. Dann gehen wir... Lass doch mal da und so das schöne Schild... Oh ja, Zeit, genau. Das auf uns verweist. Wir haben ein Schild aufgestellt, was auf uns verweist, was man zwar kaum sehen kann, aber ja, denn wir haben das Wochenende des langen Tag der Stadtnatur. Das ist immer ein bisschen schwierig in der Formulierung, finde ich, wenn man an zwei Tagen... Das Wochenende, der lange Tag der Stadtnatur. Genau. Warum sagen Sie nicht einfach die langen Tage der Stadtnatur? Das würde vieles lösen. Oder das schöne Wochenende der Stadtnatur. Oder das lange Wochenende. Nee, das wäre schon wieder was anderes. Ja, das wäre ja ein Brückentagswochenende. Wir kommen vom Thema ab. Wir kommen vom Thema ab, ja. Oder wir hatten noch gar kein Thema. Ups, Entschuldigung. Genau, Thema war ja vor allem
langer Tag der Stadtnatur, ja, an dem wir teilnehmen. Also die langen Tage der Stadtnatur. An dem wir teilnehmen und da zwei Termine haben, jeweils Samstag und Sonntag, haben wir den Leuten hier gezeigt. Das heißt, gestern war Samstag, da haben wir es den Leuten schon gezeigt und heute, zeigen wir es nochmal. Zeigen wir es nochmal. Der Termin rückt immer näher. Um 3 ist nachher der Termin und dann kommen so bis zu 15 Leute und schauen sich unseren Kleingarten an. Und wir reden über Kleingarten und auch darüber, ja, wie unser erstes Jahr als Kleingärtner war. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, Robert redet sehr ausführlich über den. Das stimmt nicht. Nur, das hat gestern 2 Stunden gedauert. Ja, war auch für eine Stunde angesetzt. Da ist das erste Schild. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, das weist auf unseren Garten hin. Die haben ja gestern alle gefunden, ne? Außer einer, der Frank. Aber der hat bei der Anfahrt schon 2 Stunden gebraucht, hat er gesagt. Weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Schlecht. Wir haben viel geredet über Kleingarten und Öffnung des Kleingartens. Weil wir hatten ja unseren Garten entsprechend einfach offen an dem Tag. Genau. Ja? So wie auch heute. So wie auch heute wieder. Und man muss ja sagen, unser Garten ist ja sowieso relativ offen, oder? Also es kommen ja wirklich ganz oft spontan Leute vorbei, die wir nicht kennen oder die uns mal besuchen wollen. Was machst du jetzt? Ich musste mich kurz bücken, weil ich dies in die andere Hand nehmen musste. Entschuldige. Was denn? Ja. Naja. Ein bisschen grobmotorisch, ne? Also wir haben schon einen ziemlich offenen Kleingarten, das stimmt schon. Ja. Und da sind wir auch stolz drauf. Aber ja, wir haben uns mit den Leuten unterhalten und was sie davon halten. Und dann sind wir natürlich auch auf die Gesetze gekommen, die es so gibt im Kleingarten. Ja, oder die gefühlten Gesetze. Oder die gefühlten Gesetze. Die behaupteten Gesetze. Genau. Gesetze, die man mal aus Lust und Laune macht und nicht begründen kann, warum man sie macht. So ist es. Und aber man dann erfährt, es gibt sie vielleicht gar nicht. Sie sind vielleicht also nur Fantasiegesetze. Die sogenannten Fantasiegesetze von Rosenthal. Herrlich. Ja, nee. Also, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir demnächst mal eine Kleingartenanlage in Berlin-Weißensee besuchen wollen. Das ist nämlich die Kleingartenanlage Hoffnung. Und die wollen wir besuchen, weil die so ein Urban Gardening Projekt haben. Das heißt also, die haben Hochbeete aufgestellt in ihrer Anlage, die erstmal zugänglich sind und wo man Hochbeetpatenschaften für übernehmen kann. Und so ein Projekt würden wir ja gerne auch in unserem Verein anregen. Deswegen ist es sehr gut, dass wir uns das anschauen, wie es funktioniert, wie die das so auch verwaltungstechnisch machen. Wie die Kosten für sowas halt umgelegt werden, weil natürlich, klar, wenn da Leute kommen, dann werden die auch Wasser für ihre Beete brauchen und die haben auch Abfälle, die in den Beeten entstehen, die irgendwo hin müssen. Und das muss ja geklärt werden. Und da sind wir sehr gespannt auf diese Sache, dass wir da die Kleingartenanlage Hoffnung besuchen werden, die auch zum langen Tag der Stadtnatur übrigens geöffnet haben. Super Sache. Als Kleingartenanlage, sogar als komplette, was ich ja toll finde, hätte man ja hier auch machen können. Und dann an jedem Garten so Luftballons, die offen sind. Das werden wir nächstes Jahr mal vorschlagen, oder? Wir schlagen es vor. Das schlagen wir unserem Verein mit. In sehr guter Hoffnung. KGA Hoffnung. Du, mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das reinnehmen kannst, aber immer, wenn wir am Primelweg vorbeigehen, lese ich Primelweg. Ich weiß auch nicht, ob ich das reinnehmen kann. Wir wollen nachher mal gucken, beim zweiten Rundgang zum langen Tag der Sternnatur, ja, wie die Leute da drauf sind. Vielleicht können wir die auch ein bisschen filmen, wenn die Lust haben, dann machen wir das auch. Ne? Ich habe ja gebacken wieder, gestern habe ich auch schon gebacken und heute habe ich auch effektiv gebacken. Effektiv gebacken heißt, wir haben eigentlich, Blätterteig gemacht, ja? Ja. Also ich habe gefrorenen Blätterteig genommen und den habe ich gefüllt. Und da ich gedacht habe, ich habe eigentlich zu wenig Blätterteig für so viele Gäste, habe ich gesagt, ich werde... Das ist eine so dumme Begründung. Nein, es ist eine gute Begründung und es wird auch hoffentlich funktionieren, ja? Ich werde einerseits Rhabarber-Kompott verarbeiten. Ja, Rhabarber steht ja nicht jeder drauf. Dann wird es vielleicht ein paar geben, die sagen, nee, heute gerade nicht. Ne? Und dann mache ich was da rein? Du hast Erdnussbutter reingemacht, in der Hoffnung, dass es viele Menschen gibt, die eine Erdnussallergie haben und deswegen das auch nicht essen können und es einfach genügend übrig bleibt. Genau. Du bist so ein schlauer Fuchs. Und wenn es aufgeht, dann ist sogar noch genug für mich übrig. Und ich glaube, das war der eigentliche Grund. Also ich bin mal gespannt. Ansonsten, gestern war super, super nett, super sympathisch. Das war total toll. Also erstmal viele Leute sind gekommen, dann waren die unheimlich lange bei uns im Garten, auch noch nach der Führung, hat sich unterhalten und wie auch immer. Und alle kennen unseren Kanal, ne? Genau, und das müssen wir vielleicht gleich echt nochmal in der Kamera dann zeigen. Viele haben Geschenke mitgebracht. Oh ja, das stimmt. Also man muss wissen, für diesen Stadtnaturtag bezahlt man Eintritt von 4 €, also nicht an uns, sondern an eine Stiftung. Das heißt, die Leute bezahlen ja schon was. Und dann kommen die und bringen uns
Geschenke mit. Total süß. Und vor allem, ja, was für Geschenke. Das, ja. Also es waren zum Beispiel Zucchini dabei, weil im letzten Video habe ich ja gefragt, ob nicht Leute noch Zucchini mitbringen können. Ja, du sollst ja jetzt nicht alles verraten, wir wollen das doch zeigen. Wir zeigen das, okay. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben einen unserer Fahrradständer hier hingestellt, im Hintergrund zu sehen, ja, damit die Leute, die mit Fahrrad hier ankommen, weil wir sind ja so ein bisschen abseits hier, ja, ja, damit die dann auch entsprechend ihr, genau, Fahrrad abstellen können. Na gut, gehen wir mal rein, geht ja auch gleich wieder los und dann zeigen wir euch nachher auf jeden Fall auch noch die Geschenke, die wir bekommen haben. Ich habe gedacht, wir machen einen Gartenrundgang, ja, wie wir es auch immer im Fernsehen, hätte ich fast gesagt, machen, also nee, bei YouTube. Und wir schauen uns das mal an. Und hier hat sich jetzt wirklich in den letzten 14 Tagen nochmal richtig viel getan, ja, weil ich ehrlich zugeben muss, dass wir richtig viel Unkräuter und Beikräuter hier stehen hatten. Und wir gedacht haben, wenn hier Gäste kommen, dann muss nochmal ordentlich auf Vordermann gebracht werden. Ach, geht, ja, ja, na klar. Hallo. Hallo. Hi. Geht gerade los. Nee, geht auch hier, durch das Tor. Okay. Ja, übrigens, alle Garten-YouTuber und so, ne? Ich habe das vorher nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ne? Also, so, dass es da eine Nische bei YouTube gibt, das war mir einfach nicht bewusst. Ich habe dann irgendwann gesehen, das gucken sich deine Zuschauer auch an. Hm, okay, ja, das ist ja interessant eigentlich so. Aber ja, ganz spannend. Wollen wir, dann fangen wir an mit dem Gartenrundgang und gehen mal Richtung vorne so. Das hier, das haben wir ja gemacht, weil hier die Hecke, auch so eine Hecke stand, aber die war vor diesen Magnolienblättern immer so erschlagen eigentlich. Und ihr seht ja, wie schön es gepflegt ist. Ja, das hat unsere liebe Gartennachbarin Gitti, die da drüben ihren Garten hat, gemacht. Als Abschiedsgeschenk jetzt vor ihrem Urlaub hat sie gesagt, sie macht den Garten nochmal schön und da und hat hier auch noch was Neues reingesetzt. Ja, ja, auf jeden, ja, Fall. Ja. Jetzt kommt die Frage, was ist das? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weißt du, sind die Maulbeeren? Ja. Das hier? Ja, genau. Genau. Und das Dunkle? Nee, das. Ach so, das, ja, sind, das sind so zwei so eine also mich besser Dinge, nicht fragen. Ja, Tim, genau. Die war so lila. Guck mal, so da. Ich weiß es nicht. Also das, aber die Geschichte zu diesem Beet ist halt die, dass wir Maulbeeren, ich weiß nicht, 3 oder 4 gekauft haben, ja, und diese Blühsträucher, Bergelia, wie du sagst oder so. Ja. Dazu sind wir halt ins Holland Gartenfachmarkt gegangen, hier um die Ecke, mit dem Drehteam von Kabel 1. Und haben, und da hat er noch der Mensch, der da das mit uns gemacht, der uns beraten hat, ja, vom Holland Center, der war so, der hat das auch richtig gut gemacht, also auch für die Kamera richtig gut, ja. Und hat er noch einen extra Bärendünger darauf gestellt und so. Und dann sind wir zur Kasse gegangen und dann haben wir 185 Euro dafür zahlen sollen, ja. Und wir dachten so, ah, das Drehteam zahlt das ja auch alles irgendwie so, ne? Nee, haben sie dann nicht bezahlt. Also, weil das war halt auch wirklich so, dass wir dann sagten so, weil die Quittung fehlte zum Schluss. Aber wenn wir wirklich dachten, für 185 Euro hätten wir normalerweise nicht dieses Beet ausgeschöpft. Zu der Magnolie kann man sagen, der aktuellste oder der neueste Kommentar zur Magnolie war, mach die doch weg. Nein. Wer sagt sowas? Naja, warum sagt jemand sowas, ne? Ein Kommentar unter den YouTube-Dingern. Okay. Und zwar, weil die Magnolie hat halt die Eigenschaft, dass sie nur sehr, sehr kurz blüht. Und dann ist sie für die Tiere relativ wertlos irgendwie so. Stimmt ja insofern nicht, als dass ja trotzdem ganz viele Tiere jetzt da drin leben. Ne? Aber sie blüht, wie gesagt, nur ganz kurz und dann hat man nur noch das Grün hier. Und natürlich ist es absurd, dieses Ding wegzumachen. Also das ist ja super geil. Also wenn die blüht, das ist hier voll rosa und ja. Also von daher und vor allem, wenn man sieht, die Nachbarn, die sich neue Magnolien gekauft haben, hier 120 Euro für so eine Mini-Bäume irgendwie so, also die ist ja unbezahlbar. Mit einer der wichtigsten Pflanzen hier im Garten ist ja die Hortensie, die berühmte, ja. Ist doch nicht tot. Also ich habe ja, als wir den Garten übernommen haben und den ersten Gartenrundgang gemacht habe, da habe ich ja wirklich gedacht, das Ding ist tot, ne? weil das hier alles so trocken aussah, wie eine Hortensie halt aussieht im Winter. Ja? Aber ja, und da drüben der IBC-Tank, das ist... Da musste ich erst mal nachgucken im Internet, von was du da mal redest. Von dem IBC-Tank? Ja, war mir kein Begriff, ja. Muss ich mich erst mal durchforsten. Ja. Ist der zulässig? Weil also sozusagen bei uns wurde immer gesagt, mehr als 300 Liter darf ein Ding nicht tragen. Und dann stellt man sich halt 6 von, also manche stellen sich halt 6 mal 300 Liter rein. Also das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Gartenordnung an, auf die einzelne. Ne? Und bei uns ist, glaube ich, nicht. Ist natürlich fraglich, inwiefern das grundsätzlich eine Baugenehmigung vielleicht bedarf, ne? Okay, dass das Ding da steht. Aber von der Begrenzung, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Und eigentlich hat man schon Auge auf uns hier. Ja. Das hier ist zum Beispiel, was ist das?
Frauenmantel oder was habe ich im letzten Video habe ich Frauenmantel? Storchenschnabel. Ich glaube, das wurde 20 Mal geschrieben dann. Und dann hast du nicht gemerkt, dass du Frauenmantel hast. Doch, hast du dir gemerkt. Ich wusste jetzt nicht, ob Storchenschnabel oder Frauenmantel. Nee, und genauso wie auch bei dem letzten Video, glaube ich, es ungefähr 25 Mal hieß, dass ich den Knoblauch zu früh rausgenommen habe. Aber ja, ist natürlich, das ist, daraus lerne ich ja. Und letztendlich ist der Knoblauch, wenn ihr euch den nachher auch mal anguckt, so klein ist der gar nicht. Also das ist auch schon gar nicht so schlimm. Was wir gestern erfahren haben, neben der Stachelbeere oder zwischen den Stachelbeeren, sehen wir ja was? Genau. Boric ist ja, ne, seit neuesten Erkenntnissen gesundheitlich bedenklich. Ne? Sollte nicht in größeren, weil da irgendwelche toxischen Stoffe drin sind. Ja. Wir haben aber auch schon letztes Jahr eigentlich das Rezept der grünen Soße. Soll also auch ist Bestandteil der grünen Soße, hessisches Nationalgericht. Und die hessische Frankfurter. Und die Bevölkerung Hessens ist in den letzten Jahren nicht nennenswert zurückgegangen. Also deswegen so giftig kann es nicht sein. Meinst du, es hat nichts gebracht, oder? Ja, aber wir haben das sowieso letztes Jahr auch schon mehr als Bienenweide da gelassen, weil die Dinger gehen ja da total, also nicht nur auf Gelb, sondern auch auf Blau und Lila total ab irgendwie. Daneben die geliebte Akelei. Das wirkt ja nicht nur gegen die vermeintlichen Schädlinge, sondern auch gegen die Nützlinge. Also das sind auch die Marienkäferlarven und Marienkäfer werden davon beeinträchtigt. Und auch die Pflanze wird davon zum Teil ein bisschen, also das wäre immer so ein letztes Mittel. Dann habe ich Brennnessel ja auch probiert. Und jetzt ganz neu, seht ihr hier diese Tütchen? Haben wir gestern Abend ausprobiert. Sind die da auch noch drin oder sind die schon rausgekrabbelt? Es sind so Tütchen. Ich habe Larven von Marienkäfern gekauft. Kann man kaufen? Ja. Das ist ja witzig. Aber gut, man sieht, die Dinger sehen einfach eigentlich nicht schlecht aus. Also von daher. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man sich da nicht zu viel Gedanken macht mit den Blattläusen. Ich glaube auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die irgendwann von alleine, also wenn eben die ganze Käferpopulation dazu stößt, dass die dann irgendwann auch wieder verschwinden. Vielleicht hat die Pflanze ein bisschen Wachstums. Nachholbedarf, ja. Würde ich mal sagen. So ist mein Gefühl. Also ich kann es jetzt nicht belegen, aber... Und die Marienkäfer kommen wirklich... Ich mache nichts gegen Blattläuse. Also wenn es zu viel ist, nehme ich den Finger und reibe es so ein bisschen weg. Mhm. An der Rose zum Beispiel oder setze die Marienkäferlarven um. Und wir haben wirklich... Also ich habe seit 3 Jahren nichts mehr gegen Blattläuse gespritzt. Und seitdem werden die Marienkäfer wirklich immer mehr. Das ist kein Gerücht, das stimmt wirklich. Mhm. Also, und jetzt hält es sich so die Waage. Also klar, meine Bohnen sehen auch so aus, aber sag mal. Das ist der Beweis. Oh. Das ist der Beweis. Du hast mitgebracht. Ja. Das haben wir darauf gewartet. Aber sie wachsen ja trotzdem. Hammer, wir haben auch zum ersten Mal dicke Bohnen. Ich habe auch keine Ahnung davon. Ich dachte, ich mache das mal. Ja. So toll ist der Ertrag nicht. Aber ich glaube nicht, dass das an den Läusen liegt. So, wir kriegen hier ganz viele Tipps und wir wollen auch ausprobieren. Und mit dem Nebenöl, ich habe da zum Anfang gar nicht drüber nachgedacht, wie hart das auch wirkt. Es ist letztendlich ein Insektizid, was zwar natürlich ist dann irgendwie, ja. Und es gibt so viele Sachen, über die man dann nachdenkt, wenn man sich dann ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Das Thema Kompost zum Beispiel, ja. So, denn was man hier, ich gehe mal einfach in die Mitte. Was? Ist euer Gestell super, super schön. Ja, Peter fand es so toll. Mag ich, absolut. Ja, und die Menge an Holz ist nicht zu viel, das möchte ich auch mal sagen. Da fällt euch noch was ein. Ja, das denke ich auch. Ja, Holz ist das gute Stichwort eigentlich, weil ihr seht ja hier etwas, was ihr in den Videos vielleicht noch nicht gesehen habt. Wir haben jetzt komplett mit Holzhäckseln abgemulcht. Und ich möchte jetzt abgemulcht. Ich möchte jetzt nichts Negatives hören, ja, von wegen der Schnecken und so. Ich frage mich nur, warum, weil es macht ja auch den Boden sauer, ne? Ja, aber es ist... Bei dem normalen Holzhäckseln soll es ja nicht so extrem sein. Und letztendlich ist das so, wir kriegen immer wieder irgendwelche Tipps und Hinweise und das geht doch gar nicht oder das müsst ihr anders machen und so. Ja, wir probieren so viel wie möglich aus, aber letztendlich muss man dann gucken, wie es ist. Und es sieht aber auch schön aus. Ich finde auch, dass es ordentlich aussieht. Und das hier sind ja Zwiebeln, wie man sieht, und die haben wir einfach drin gelassen jetzt noch, weil die sind auch schon eigentlich ganz schön, na, diese hier, aber diese müssen richtig dick sein, weil wir die jetzt auch anfangen zu blühen und wir das irgendwie ganz schön finden. Ich hatte ja Knoblauch auch im Pflanzsack gemacht, ja, und den habe ich ja geerntet. Und den ersten, den ich geerntet habe in dem letzten Video, also der sieht ja aus wie Lauch. Ist doch kein Knoblauch, sieht ja aus wie Lauch. Ach Mist, so, und dann beiseite gelegt und den Rest dann geerntet. Da waren ein paar große Knollen dabei und ein paar kleine Knollen dabei. Und daraufhin hatte dann eine unserer Zuschauerinnen, die Zuschauerinnen, die da
eigentlich seit der ersten Folge dabei sind, geschrieben, ja, ihr habt in diesem Pflanzsack auch Knoblauch und einen Lauch gesteckt und suchte mir das Video raus mit Minutenangabe, wo ich das gesagt habe, ja, wo ich dachte, okay, praktisch zur Dokumentation, ja, also von daher, ja, so Tim, ja, jetzt ist der lange Tag der Stadtnatur über die zwei Tage, langen Tage der Stadtnatur, sind jetzt vorbei, ja. Genau, heute die letzten Besuch. Wir hatten heute eigentlich ziemlich viel Besuch, aber auch wieder so zeitversetzt. Ne? Genau, neben den 13 Leuten zum langen Tag der Stadtnatur waren auch noch BesucherInnen aus der Anlage hier, Gartennachbar. Waren keine 13 Leute. Es waren 13 angemeldet. Es waren 7. Es waren 7? Warum waren es nur 7? Ich habe durchgezählt, es waren 7. Du hast gezählt, okay. Dann waren es halt 7 Leute nur, es waren angemeldet, waren 13. Okay, dann habe ich genau. Gar nicht... Aber es waren ja auch diverse Leute noch da, GartennachbarInnen. Genau, ganz viele aus der Anlage. 40 heute. Jahre waren die einen beiden schon da, ne? Genau, fast. In diesem Jahr Jubiläum irgendwann im Sommer. 40 Jahre. Müssen wir die nächsten Tage auch mal vorbeigucken, denke ich, ne? Genau. Gerade ist ja auch jemand zu Gast hier, der eine neue Parzelle jetzt quasi gerade bezogen hat. Ja, deswegen Jubeltrubel Heiterkeit hier bei uns im Kleingarten. Und was uns natürlich sehr gefreut hat, mal abgesehen davon, dass wirklich viele Leute da waren, die lange durchgehalten haben und auch nach der Führung hier noch lange mit uns standen, ist, dass uns ganz viele auch Sachen mitgebracht haben. Also jetzt bin ich wieder der Falsche, um es zu erklären, weil ich würde es kurz zusammenfassen. Pflanzen, weiß aber nicht was. Obwohl mir das immer erzählt wird. Das ist eine Malve, glaube ich. Die ist von Frank. Die ist von Frank. So, was war das hier? Das musste ich nur schnell wässern. Hast du gewässert? Das habe ich gewässert. Und was war das? Ach, so ein... Ich weiß es nicht. Inka-Gurke. Inka-Gurke, das war es. Was ganz Ausgefallenes. Da hinten in dem Topf, das hängt schon, da ist auch noch mal was Ausgefallenes. Ich weiß aber nicht mehr, was. Martin, was ist das im Topf da hinten, was wir noch gekriegt haben? Bolek hat gerade ja angeknabbert. Martin, wie heißt es? Na, da aus dem Topf, in dem Topf, den du hingehangen hast. Achso, das ist ein... Warte, ein... Waldmeister. Nein. Oregano, aber eine bestimmte Art. Genau. Chili-Oregano? Nein. Chili, nein. Zitronen, ihre nein. Oregano. Wahrscheinlich müssen wir aber mal dran riechen. Wahrscheinlich riecht es nach genau dem, was es... Ah. Ja, wir müssen es auch mal sehen. Ach, da hängt es. Ja. Scheiße, ich wonach riecht's denn? Nach Oregano. Also hier gab es einen speziellen Oregano. Genau, aber welcher? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber es kamen auch noch andere tolle Sachen. Wie die Inka. Inka-Gurke halt. Dann gab's, da ist noch mal Zucchini. Hier ist eine wunderbare Akelei zu sehen und Zucchini. Und hier ist so ein Bodendecker. Pfennigkraut. Ja. Und das alles ganz toll. Wir sind ja im Pride Month. In einer... Regentüte. Guck mal, wer da gleich wieder kommt. Na, eigentlich wieder ein Hund im Garten. Ist Oleg, das nicht schön? Jetzt geht's gar nicht gerade. Doch. Oleg geht hier, weil er dachte, es gibt was zu. Bolek, nicht Oleg. Oleg und Bolek. Wie heißt er jetzt? Bolek. Heißt er jetzt Oleg oder Bolek? Bolek. Mit B. Okay, Bolek. Hallo Bolek, bist jetzt neue Hauptrolle hier? Genau. Ja. So, das haben wir bekommen. Ich hab eine Kühlsalbe für Mückenstiche bekommen, damit Robert mir nicht mehr diesen komischen Stick da irgendwie... Die Soforthilfe, ne? Das haben wir drin jetzt, oder? Die Soforthilfe, ja, die nicht geholfen hat. Und, was ich ja auch ganz geil fand, hier ein Besen. Besen, ja. Ein Besen bekommen. Richtig gut. Mach dem Hund bitte keine Angst. Ach so, ja. Den müssen wir eventuell noch ein bisschen in Form schneiden. Meinst du? Ich glaube schon, weil er dann doch ein bisschen zu dünn ist oben. Das war auf jeden Fall richtig toll. Dann haben wir auch noch Samen bekommen. Und wir haben Samen bekommen und... Der Besen hält nicht. Und dazu waren noch so Kekse. So eine Keksmischung. Stimmt. Richtig die, lecker. Die ihr nicht essen könnt, weil sie nicht vegan sind. Weil sie nicht vegan sind. Wem gehören sie deswegen? Ja, dann isst sie doch. Zucchini hier, weil ich hatte ja letztens nach Zucchini gefragt oder darum gebeten. Und es gab noch eine zusätzliche Zucchini, die ein bisschen Anwachsschwierigkeiten gerade hat, weil es so mega warm ist. Und die auch schon relativ groß war. Aber wir hoffen, dass sie trotzdem noch kommt. Die hat Katja mitgebracht. Die wird auch noch... Die ist auch schön gewässert worden und vielleicht verliert sie diese 2-3 Blätter da, aber wird dann hoffentlich noch kommen. Die ist in Bokashi angezogen worden. Wo sonst? Ja, sehr Wo schön. Wo sonst? Ne? Ja, Bokashi ist ja auch was richtig Gutes. In dem gut riechenden Bokashi.
Ja, aber Tim, langer Tag der Stadtnatur oder lange Tage. Nein, die offizielle Bezeichnung ist langer Tag der Stadtnatur. Es waren zwei lange Tage der Stadtnatur. Und es waren auch wirklich zwei lange Tage. Es war auch richtig schön und spannend. Wir möchten uns bei allen TeilnehmerInnen bedanken, dass sie da waren. Wir hoffen, dass es Spaß gemacht hat. Es war ja am Samstag ein bisschen chaotisch, weil es zwei Uhrzeiten gab. Ja, erzähl die Geschichte jetzt nicht mehr. Die ist vielleicht auch ein bisschen zu lang. Auf jeden Fall. Ein paar Terminschwierigkeiten und Leute, die außerhalb der Reihe gekommen sind, die sich nicht angemeldet hatten. Weil es in der Zeitung stand, was total in Ordnung war, aber mich trotzdem ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Aber wir freuen uns immer über spontanen Besuch. Wir freuen uns immer über spontanen Besuch, also seid herzlich eingeladen. Wir haben sehr viel Kleingartenpolitisches geredet, also wir haben unsere... Leute, da wird noch einiges kommen. Da wird noch einiges kommen, wir haben darüber geredet, ganz warum sicher. Uns Kleingarten so wichtig ist, beziehungsweise auch wichtig ist, dass Kleingarten offen sind. Ja, offen. Vor allem auch sich sozial engagieren. Sich sozial engagieren. Sozialprojekte sind wichtig im Kleingarten. Sie sind schützenswert und da wollen wir da etwas verändern, wo wir es können. Nämlich einmal in unserer Parzelle und auch einmal vor unserer Parzelle in unserem Kleingartenverein. Genau. Und nochmal vielen Dank für die ganzen Geschenke. Für die ganzen Geschenke, Unterstützung, super. Euren Besuch. Oh, fast vergessen, rote Was? Melde. Wir haben Samen, ich glaube von Stefan war das, gedacht, Samen du, von wärst wieder gestochen und rote Melde bekommen, die man ja wie so Spinat essen kann. Ja. Mhm. Also wer rote Melde kennt und Rezepttipps hat, gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall. Richtig. Ja. So, und nachdem wir jetzt alles aufgeräumt haben hier und auch den Fahrradstall wieder reingeräumt haben. Wir haben nicht alles aufgeräumt. Das ist eine brutale Lüge. Dann machen wir damit später weiter. Linse. In die Linse. Möchten wir uns bei euch bedanken, verabschieden für dieses wunderschöne Wochenende der langen Stadtnatur. Das, ja. Also diese Stadtnaturtage, die jetzt doch lang waren. Vielen Dank an die Stiftung Naturschutz, die das Ganze hier ermöglicht. Jedes Jahr wieder in Berlin. Wir werden sicherlich auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Ja, du willst das ja jetzt jedes Wochenende machen. Jedes Wochenende ein Gartenrundgang bei uns im Kleingarten in Berlin-Pankow. Nein, natürlich nur online. Ja, Tim, hast du noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht, außer dass man wirklich viele Leute kennengelernt hat. Das war spannend. Was so ein bisschen tatsächlich komisch war, ist, wenn die Leute ankommen und die kennen dich ja irgendwie so aus den Videos und du weißt aber nicht so, erstmal nicht, wer vor dir steht. Ja. Und dann auch ganz viele sich auf eine bestimmte Folge oder Situation beziehen. Oder Szene. Und da muss man erst so überlegen. Okay, es waren jetzt schon ein paar mehr Folgen. Ja, das stimmt. Aber es war sehr schön und sehr fast schon intim, würde ich sagen. Also man hat sich da gut austauschen können, finde ich. Und eine Besucherin hat mir zum Abschluss gesagt, dass wir genauso wären, wie wir im Video rüberkommen. Oh. Und ich versuche das als Kompliment auszufassen. Ja, das sollte er ja auch versuchen, denn wir wissen ja alle, dass das bei Tim ein ganz spezielles Thema ist. Das ist natürlich wirklich ein, ist doch nett. Wie so ein Ritterschlag, genau, finden wir gut. Wir wollen ja auch möglichst... In diesem Fall war es eine Ritterin. Eine Ritterin. Wir wollen natürlich auch authentisch rüberkommen, nicht nur rüberkommen, sondern sein. Ja, und dementsprechend sagen wir danke dafür. Und wir sehen uns in der nächsten Woche in alter Frische wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Tim. Und Martin. Robert. Und Robert. Robert. Wie immer. Robert. Tschüss. Tschüss.